Nun kommen wir wieder einen Schritt zurück zur Troubleshooting-Seite. Und auch hier haben wir in der 11.3.2 eine kleine Änderung gemacht, die der eine oder andere vielleicht noch nicht so ganz gesehen hat, und zwar die Benutzbarkeit des USB-Ports auf der XDM-Serie. Und wir haben die Möglichkeit, ein Backup und Restore oder ein Backup Recovery mit USB-Stick zu machen. Das heißt, Sie können ganze Systeme per USB-Stick aufsetzen und recovern. Diese Funktionalität haben wir in der 11.4 nun erweitert um Diagnose. Und eines der schönsten, die wir auch sehr gut mögen, ist das kontinuierliche Wegschreiben von Support-Snapshot-Files. Wenn Sie bei uns einen Case aufmachen, hoffe ich, dass Sie immer beim Öffnen des Cases in den Firebox System Manager gehen und unter dem Status Reports diesen sogenannten Support-TGZ-File herunterziehen. Diesem Support-TGZ-File sind ganz wichtige Logging-Daten enthalten. In dem Support-TGZ-File sind die Konfigurationen enthalten und wichtige Informationen, die der Support einfach benötigt. Das Ding ist kann relativ groß sein. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dieses mit dem USB-Drive zu machen. Haben Sie also ein System, was Sie überwachen wollen, stecken Sie einfach, oder Sie möchten halt einen Diagnose-File haben, stecken Sie einen USB-Stick herein, warten einen Moment, nämlich in dem Moment, wo ein USB-Stick reingemacht wird, schreibt die Box einmal komplett das Support-TGZ-File auf dem Stick. Sie können den Stick danach wieder entfernen und haben dieses direkt auf dem Stick. Per CLI können Sie das Ganze auch noch schedulen. Das heißt, lassen Sie den entsprechenden USB-Stick drinne, kann sie in zeitdefinierten Intervallen hier einfach das Image immer den USB-TGZ-File, das Support-TGZ-File dort wegschreiben. Das hat die Möglichkeit, haben Sie irgendwelche Phänomene, die immer zum gleichen Zeitpunkt in der Nacht auftreten, wo kein Mensch da ist, um dieses System zu ziehen. Lassen Sie einfach einen USB-Stick drin stecken, schedulen das Ganze und haben am nächsten Morgen den USB-Stick mit den ein oder anderen Log-File. Wie gesagt, es gibt zwei Funktionen. Das erste Mal, wenn Sie den Stick hereinstecken, wird einmal ein Support-TGZ geschrieben. Und dann gibt es die zweite Funktion per CLI, hier zu definieren, dass das regelmäßig passiert. Gut. Jetzt haben wir nun viele Änderungen gemacht im Softwarecode. Wir haben viele Änderungen gemacht, was auch Application-Kontrolle betrifft. Und nun ist es natürlich, das ganze Management hat sich erweitert. Wir dürfen die Web-UI nicht vernachlässigen. Und genau das haben wir nicht getan. Die Web-UI unterstützt nun komplette Proxy-Actions-Konfigurationen. Das mag der ein oder andere mögen, der andere hasst das Ganze vielleicht, aber wir haben halt die Möglichkeit, hier durch die Web-UI wesentlich mehr Funktionen umzusetzen. Das heißt, wir haben versucht, jetzt mehr Funktionen zu integrieren, die der User vom Policy Manager her kennt und auch so in der Darstellung so zu gestalten, dass man sich sehr schnell wiederkennt. Und das große Beispiel ist hier wirklich die Proxy-Actions, dass ich hier also wirklich hingehen kann und die Proxy-Actions definieren, die Art, wie ich sie definiere, einfach auch am Policy Manager angelehnt ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen HTTP-Client auf Edit gehe, sehen Sie auf der rechten Seite genau die Unterteilung, wie Sie es auch auf Ihren Policy Manager erkennen. Das heißt, HTTP-Request, HTTP-Response, die Webcache-Einstellungen, HTTP-Proxy. Das heißt, genau das, was Sie als Unterkategorien erkennen. Auch die und die Unterkategorien der Unterkategorien, nämlich was wie Header-Fields, Content-Types etc., ist komplett in der Web-UI umgesetzt. Wie gesagt, der eine mag es, der andere hasst es. Kann jeder für sich selber entscheiden. Hier nochmal ein Beispiel vom SMTP-Proxy, wie es aussieht mit, in diesem Fall Content-Types, File-Names von der Einrichtung her. Wie gesagt, das ist genau so, wie Sie es im Policy Manager herkennen. Jetzt in der Web-UI. Gut. Application Control. Na klar, der wichtigste Stichwort der 11.4er Release, auch in der Web-UI umgesetzt. Auch wieder Darstellung wie im Policy Manager.
Application Control in der globalen Übersicht. Woran hängt das, an welcher Policy hängt welche Settings in der Übersicht, auch sehr schön gestaltet. Hier nochmal, wie ich die von der Firewall Policy her kenne, in der Policy Configuration kann ich die Kontrolle ausmachen. Auch hier wieder denken an den Policy Manager. Das heißt, im Default-Tab vom Policy Manager ist Application Control zu finden als Template, hier auch in dem Policy Configuration in der Web-UI. IPS-Konfiguration ebenfalls durchgängig über die Web-UI zu machen. Spam-Blocker. Also hier, wie gesagt, mehr Converged Features Policy Manager Web-UI. Auch hier nun noch ein ganz kleines Feature, was den einen oder anderen das Leben erleichtern wird. Das ist der Quick Setup Wizard, den jeder sicherlich schon mal gemacht hat, der XTM 11.3 Appliances, die hier ausgeliefert werden, können jetzt über die Erweiterung des Quick Setup Wizard auch durch den kompletten Registrationsprozess gehen. Also Sie müssen nicht mehr hingehen zuvor, bevor Sie das System installieren, in den Account des Kunden, in Ihren Account hereingehen, Seriennummer einpflegen, Key herunterladen. Das brauchen Sie nicht mehr, sondern das Device selbst geht mit dem Quick Setup Wizard hin und fragt Sie am entsprechenden Punkt, ist das System registriert? Ja, nein. Wenn nein, möchten Sie es online registrieren lassen, dann geben Sie bitte Username, Passwort Ihres WatchGuard-Accounts an. Und dann geht die Box selbstständig hin und authentifiziert sich am Portal, meldet sich mit der Seriennummer an und holt sich den Feature Key herunter. Kleines Feature, ich denke für den einen oder anderen im Feld dann ein ganz großes, weil es einfach das Leben erleichtert. Auch Trade-Up-Programme werden über diesen Wizard abgezogen, das heißt, ist ein Trade-Up qualifiziert worden und entsprechend im System bei uns transferiert worden, können Sie diese Aktivierungsprozedur auch hier über das System dann gestalten. Gut, das nun soweit zu der Übersicht der XTM 11.4. Wie ich schon zu Anfangs gesagt habe, dieses Webinar wurde aufgenommen. Die Präsentation stellen wir, wie auch die Aufnahme, auf der Webseite zur Verfügung. Sie bekommen dazu noch eine E-Mail-Nachricht.